Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute reden wir mal über was besonders Schönes, und zwar das Flanksteak vom Schwein. Kennt ja nicht jeder, schauen wir uns doch mal an. Ja, beim Flanksteak handelt es sich ja um ein Steak aus der Flanke des Schweins, dem seitlichen Bauchlappen. Ist analog zu dem bekannteren Flanksteak vom Rind. Generell sind Flanksteaks bei uns in Deutschland sehr unbekannt. In den meisten Metzgereien oder Supermärkten, wo ihr hingeht, werdet ihr gar keins finden. Das liegt daran, dass nach der deutschen Metzgerlehre dieses Steakstück gar nicht geschnitten wird, sondern das Fleisch wird zu Hackfleisch verarbeitet. Echt schade drum um so ein schönes Stück Fleisch, muss ich nur sagen. Langsam mit der Internationalisierung der Märkte, naja, da tut die EU vielleicht auch mal was Gutes, ne? Wird das alles so sehr viel bekannter, und auch deutsche Metzger lernen mal nach ausländischen Cuts zu schneiden und lernen, dass sowas wie ein geiles Flanksteak, was ja ein super Fleisch ist, nicht zu Hackfleisch verarbeitet werden sollte. Man bekommt von daher Flanksteaks ab und zu mal bei einem guten Metzger, der es kann, der es weiß, oder im Fleischversand im Internet. Ich besorge mir einmal im Jahr bei Don Carne, und Don Carne ist ein Fleischversand im Internet, eine größere Menge Fleisch. Da sind immer ein paar Flanksteaks dabei, vom Rind und vom Schwein. Die haben dann eine ausgezeichnete Ware, aber natürlich sehr teuer. Muss jedem klar sein, wer übers Internet dann was bestellt und auch noch besondere Steaks, der muss halt auch einmal dafür zahlen. Gut, wie sehen die Flanksteaks aus? Ihr kennt die Dinger vielleicht vom Rind, das sind ja solche Lappen. Ja, ich bin jetzt kein Angler, der übertreibt, wie groß ein Fisch war, sondern das sind wirklich solche Lappen. Ich habe einen im Kühlschrank. Schwein ist kleiner. Ne, die sind dann mehr so auf Schnitzelgröße. Ihr kriegt gleich natürlich auch einen bei mir zu sehen. Die Frage ist jetzt erstmal, wie kann ich denn das Flanksteak zubereiten? Punkt 1, Grill geht wunderbar, egal ob über offenem Feuer oder über der Kohle. Eine Minute von jeder Seite richtig kross anbraten, danach in der indirekten Zone ein bisschen ziehen lassen, fertig. Super Sache. Ihr könnt es auch zu Hause in der Pfanne machen und im Backofen. Im Prinzip ganz genauso. Am Anfang richtig Hitze geben, eine Minute jede Seite. Dann kann man es im Backofen ruhen lassen oder man stellt die Pfanne zur Seite mit dem Deckel drauf. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache, das Fleisch kann sich noch ein bisschen entspannen. So, und bevor es jetzt losgeht, nicht euch das Flanksteak mal zeige, noch ein Tipp. Wenn ihr euch ein Flanksteak macht, esst das nicht einfach so runter wie ein Schnitzel oder ein Steak. Ein Flanksteak wird traditionell in Querstreifen geschnitten. Und dieses geschnittene Fleisch wird so ähnlich wie ein Schnetzelfleisch dann gerne auf Burger, auf Brote, auf einen Salat oder was anderes gegeben. Das Fleisch vom Schwein, Flanksteak, ist unglaublich saftig. Ja, das ist ein absoluter Knaller, wenn man da reinbeißt. Aber wenn ihr aus Versehen beim Schneiden längs schneidet, dann könnt ihr das dadurch zäh machen. Ja, ihr kennt dieses Problem mit dem Querschnitt und dem Längsschnitt. Deswegen Querschnitt in Streifen schneiden und diese Streifen dann verwenden zum Essen. Ich zeige es euch gleich. So, was wir hier haben, ist ein schönes Flanksteak. Ihr seht, da ist auch was Fett dran. Ja, das ist also kein Filetsteak. Das muss aber auch sein, denn das ist saftig und das hat Geschmack. Man kann das Ding natürlich noch parieren und alles und noch ein bisschen das Fett wegschneiden. Ich mag es so, wie es vom Metzger zu mir kommt. Ich werde es heute mit was Brot anrichten. Ich habe hier ein schönes Ciabatta, ein bisschen Salat, hier so ein paar Habanero Mango Gurkenscheibchen, das ist eine tolle Sache. Eine Remoulade dazu, ihr könnt auch ein Ei wahrnehmen. Ich zeige euch gleich mal, wie man sowas ganz gut zubereiten kann. Wie ihr es jetzt macht, wie gesagt, ist egal. Grill, Feuerschale, Backofen, Pfanne, das Flanksteak vom Schwein verträgt alles. Hauptsache, nicht klein schneiden, nicht irgendwelche Schnitte reinmachen, nicht oben anschneiden oder irgend sowas, was man teilweise ja bei anderen Fleischarten muss. Das Flanksteak als Ganzes jetzt so in die große Hitze geben. Eine Minute jede Seite. So, bei mir ist richtig Hitze drauf. Ich habe hier einen schönen Rub Barbecue Salz drauf gegeben.
Im Prinzip verträgt zum Flanksteak jede Würzung. Ihr könnt die asiatisch machen, ihr könnt da sonst was drauf tun. Das ist halt Schweinefleisch, saftiges Schweinefleisch. Da könnt ihr mit allem würzen, was ihr wollt. Barbecue schmeckt natürlich geil. So, Minütchen ist um. Ja, das sieht richtig gut aus. Okay, dann drehe ich schon aus. Klar, es ist jetzt noch ein bisschen indirekt weiter ruhen. Ich würde es nicht sofort essen, wie bei vielen Steakarten. Erstmal noch so ein bisschen das Fleisch entspannen lassen, ein bisschen runterkühlen von alleine. Und in 5 Minütchen richten wir es an. Ja, kommen wir zum Schneiden. Esst es jetzt nicht einfach unter wie ein Schnitzel. Das schneidet ihr mal so, mal so, mal so. Da kommen Längsschnitte rein, da kann das zäh werden. Das ist halt Schwein, da muss man vorsichtig sein. Wir machen stattdessen hier quer. Solche dünnen Streifen schneiden wir von vornherein. Und diese Streifen verwenden wir. Die können wir über einen Salat legen. Die können wir einfach so auf unseren Teller legen und als Fingerfood in den Mund nehmen. Wir können diese Streifen weiter essen mit Messer und Gabel. Das geht natürlich auch. Oder wie ich es gleich machen werde, auf ein Stück Brot legen. Da werdet ihr sehen, das ist richtig geil. Hier noch rosig. Was da? Und da ist dann mehr durch. Hier ist noch die rosige. An den dickeren Stellen sieht man es noch. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera noch gut sieht. Na, hier so das rosige noch. Ich mag es nur ganz leicht. Also an den dünnen Stellen soll es durch sein. An den dicken noch leicht rosig. Dann habe ich beim Schwein genauso, wie ich es mag. Das ist halt saftig, Leute. Boah. Flanksteak vom Schwein. Ist mal was Besonderes. Schmeckt ganz anders. Lecker. Gut, ich habe hier mein Ciabatta. Schön, ein bisschen Remoulade, frischer Salat. Mango, Habanero, Gurkenscheiben. Die sind immer eine Sensation mit Steak zusammen. Und dann nehmen wir das Fleisch einfach und legen das schön hier drauf. Ja, so in den Streifen geschnitten. Zack. Wunderbar. Da passt noch einer. Komm, den mogeln wir noch hier hin. Boom. Wer von diesem Sandwich nicht satt wird, das weiß ich auch nicht. Gut, wir haben heute einen Flanksteak vom Schwein uns mal angesehen. Und natürlich auch gemacht. Der Vorteil ist, ich habe deswegen das geilste Sandwich der Welt jetzt noch zu essen. Und ihr leider nicht. Tut mir leid. Das war's dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss.